Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Seit 3 Jahren schon versuche ich immer wieder mal in Biarritz, in der Region Pyrénées-Atlantique, im äußersten Südwesten Frankreichs, einen Slot für eine Landung zu bekommen. Beim ersten Mal in 2021 bin ich völlig unbedarft von Arcachon kommend einfach hingeflogen, habe mir prompt einen Korb geholt und musste nach Mimizan ausweichen. Ich habe das Video hier noch einmal verlinkt. Im letzten Jahr habe ich es mehrfach versucht und jedes Mal eine Absage bekommen. Inzwischen hatte ich schon den Verdacht, dass dieser Airport, obwohl für UL explizit zugelassen, keine Sportflugzeuge akzeptieren will und insbesondere im Sommer unterhalb der Größe einer PC-12 gar keine Genehmigungen ausspricht. Außerdem wollten wir eigentlich nach Kroatien fliegen und dort die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres genießen. Aber eine groß angelegte Militärübung machte diesen Plan unattraktiv. Hallo Radio, hallo Delta Mike Echo Mike Zulu nochmal. Delta Mike Echo Mike Zulu, hallo Radio, hallo. Ja, Delta Mike Echo Mike Zulu und jetzt Information mit der Tango Zulu und einem Flugplan für die Formation und wir fliegen wie gesagt nach Gap. Und rollen nun zum Rollhaltpiste 25. Das ist korrekt, über Charlie und Delta zum Rollhaltpiste 25. Delta Mike Zulu Formation über Charlie und Delta zum Rollhalt 25. Was heißt das hier? RESPO oder was? RESPO, ja. Die erwähnte Militärübung brachte mich dann auf die Idee, es doch noch einmal in Biarritz zu versuchen. Ich habe also eine weitere, vermeintlich chancenlose PBR-Anfrage gestellt. Aber zu meiner Riesenüberraschung bekam ich ein "Sie sind herzlich willkommen" zur Antwort. Na, da scheint ja im tiefen Herbst das internationale Jet-Set-Publikum weniger Interesse an dieser wunderschönen Stadt zu haben. Und so bekommen wir unerwartet doch noch unseren Slot, den ich allerdings mit Tag und Uhrzeit genau angeben muss. Das Wetter passt und so sind wir heute an einem Freitagmorgen zu viert in 2 Flugzeugen wieder auf dem Weg nach Südfrankreich. Wir fliegen wieder die altbekannte VFR-Route. Ich hatte sie in 2020 auch schon mal in einem separaten Video vorgestellt. Auch diesen Link habe ich hier noch einmal angegeben. Delta Mike Echo Mike Zulu am Rollhalt, Delta 25 abflugbereit, rollt auf die Piste und startet. Das ist verstanden. Der Wind zurzeit aus 240 Grad mit etwa 1,5 bis 1,8 Knoten. Dann wünsche ich einen schönen Flug und einen schönen Aufenthalt und dann mache ich euren Flugplan auf. Das ist großartig, das werden wir bestimmt haben. Hängt denn da für Wolken rum, Mensch? Ja, frag mich auch gerade. Ja. Das ist dieses komische Gebiet, was da von Westen über Luxemburg reinzieht. Ja, und wir müssen auch in die Richtung. Wir müssen erstmal, wir fliegen so einen Bogen, wir können da nicht rein. Ach so. Das ist der Witz, ne? Da oben ist der Akelu. Ah, okay. Ja. Delta Mike Echo Mike Zulu, wir verlassen die Frequenz und die Platzrunde Richtung Nordwest. Danke fürs Öffnen und für die Tango Zulu, ich wechsle auf 11945. Das ist verstanden. Nochmal viel Spaß. Der Flugplan ist geöffnet. Bis dann. Werfen wir wie immer einen kurzen Blick auf den Reiseverlauf. Wir starten dieses Mal in Saint-Louis. Den Anflug hierher betrachte ich jetzt mal nicht. Dann geht's nonstop nach Gap. Dieser großartige Flugplatz liegt etwa 80 Kilometer südlich von Grenoble. Von dort fliegen wir am anderen Morgen zu unserem ersten Ziel, Carcassonne. Das Hauptziel dieser Reise ist allerdings Biarritz. Dazu später mehr. Die Rückreise führt uns dann diagonal durch Frankreich nach Bourges und von dort zurück nach Saint-Louis. Straßburg Information, good morning and bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu. Das übliche Frankreich-Problem. Ja, komisch, dass wir den hören, aber der uns nicht. Ach, dann könnten wir natürlich Lorraine suchen, rufen. Könnten wir nämlich da ein bisschen drüber. Lorraine, Tipp 4, genau.
Lorraine Approach, 119, 125. Mike? Ja? Ich gehe jetzt über die Wolken hier und wechsle auf Lorraine Approach, 119, 125. Joko mit. Lorraine Approach, good morning and bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Lorraine, bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf Tango Zulu, close behind me. VFR with flight plan from Echo Delta Romeo Juliet, departed 10 minutes ago, to GAP Lima Foxtrot November Alpha. Position is Arkelu, waypoint Arkelu in 3700 for flight information, please. Delta Mike Echo Mike Zulu Squawk 626 3QNH 1020 transit approved. Delta Mike Echo Mike Zulu QNH 1020 Squawk 7626 and transit approved. Delta Mike Zulu, just to confirm the squawk 6273. 6273. Schätze, da müssen wir noch ein bisschen höher, oder? Das könnte fast sein, ja. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, due to some clouds, request flight level 55. Delta Mike Zulu, flight level 55 approved, report reaching. Delta Mike Echo Mike Zulu 55 approved and will report reaching. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, flight level 55 and the next point, waypoint is Kibor. Roger. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, contact OSHA Approach 127.250, bye bye. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, will contact OSHA 127.250. OSHA Approach, good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. OSHA again. Yes sir, this is Delta Mike Echo Mike Zulu. Zulu, go ahead. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf Tango Zulu close behind me. VFR with flight plan from Echo Delta Romeo Juliet to Lima Foxtrot November Alpha. Current position is inbound Gibor in flight level 55 for flight information and approval for transfer. Mike Echo Zulu, quick. 605. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, I didn't copy that, say again please. Mike Echo Mike Zulu, use code 3605. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger, with code 3605. Mike Echo Mike Zulu, one people on each aircraft, Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, negative, two people. Both aircraft, two people in one and two people in the other. Thank you. Wie viel Flugdauer hast du denn jetzt noch? Jetzt sind es 3 Stunden 7,54, also noch 4 Stunden. Ja. Und der sagt 5, also ja, so denkst. Ist jetzt nicht so üppig. Und wenn das jetzt linke Seite auch noch zugeht, so wie rechts, dann müssen wir sowieso aufpassen. Genau. Oder wir nutzen, wenn gleich eine Lücke kommt, wir nutzen die und gehen runter. Wenn wir das dürfen, ja. Naja, werden wir dann fragen. Aber Mike weiß nicht Bescheid, weil er nicht auf der Frequenz ist. Ja. Mike, hörst du mich? Soll ich dem mal eine Nachricht schicken? Ja, schick ihm mal, oder beiden. Ja. Dass vielleicht der Frank guckt gerade. Mike Zulu for information, one VFR traffic, 11 o'clock, 3 nautical miles, 3000 feet below. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger, we look out. Wir kennen sowieso nichts hier. 3000 Fuß unter uns. Ja, ja. Das ist doch Peanuts. Ja.
Wir müssen jetzt sehen, dass wir unter die Wolken kommen. Dann lass uns hier nach links an die Kante fliegen, Herbert. Das ist eine Minute Flugzeit, da können wir drunter gehen. Bravo Lima, vous arrivez en sortie de Maison. Vous pouvez brancher transvers 7000 et quitter cette fréquence. Ja genau, ich werde danach fragen. Wir haben auch so viel Gegenwind, dass wir vielleicht mit dem Sprit Probleme bekommen. Ja, dann frag mal, genau. Delta Mike Echo Mike Zulu, request. The clouds became more and more overcast. We would like to go beneath the clouds. Turn a little bit, a minute or two, to the east and then go below the clouds. Mike Zulu, if you want. Delta Mike Zulu, formation, roger. Good condition, ground in sight. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report, ground in sight. Um das alles verstehen zu können, was Sie einem sagen, brauchen wir eine Menge Fantasie. Zumal, wenn es dann auch noch unterbrochen ist, so wie gerade. Ja, genau. Ne? Ich habe da nicht viel von verstanden. Ja, irgendwas hatte sie gesagt, geprüft. Deswegen hatte ich gedacht, ja, das ist okay. Ich hatte gesagt, wir fliegen nach Osten. Das könnte auch schief gehen da, aber... Ne? Ja, ja, genau. Wenn es immer mehr zutritt, aber du sagst, ja, unten wären keine Wolken. Ja, hab ich auch. Wir sind ja schon südlich von Nancy. Okay. Ja. Mike Zulu, you still in good condition? Everything is very good. We need one or two minutes. Problem, Roger. Jetzt hat sie Sorge um uns. Ja. Aber dann können wir, dann müssen wir über, um Epinal drumherum gleich. Dann können wir da nicht drüber her. Naja, werden wir sehen. Oder wir kriegen eine Erlaubnis. Ah, das ist wieder eine Restricted. Kann ja sein, dass sie nicht aktiv ist, oder? Fest bis 2500, das könnte ja vielleicht gerade klappen. Okay. Erstmal gucken. Erstens sollen wir dann mal durch. Ist das Ding denn groß? Nee. Ja, dann kann man auch drum fliegen. Ja. So, was hatte ich gesagt? Bis 2500, wenn wir 2008 oder so kriegen können noch, unter den Wolken, guck mal hier, da können wir jetzt so durch, dann können wir da auch drüber herfliegen. Ja. Gerappelt wieder an. Ja, das stimmt. Das ist der Nachteil. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, ground is inside. We are established on 3300. We'll cross the Epinal restricted area and then direct Respo. Mike Echo Mike Zulu or Roger? Mike Echo Mike Zulu from Masyoshi. Delta Mike Echo Mike Zulu, go. Out of my area, you can leave my frequency, squawk 7000 in QNH 1021. Delta Mike Echo Mike Zulu, QNH 1021, and we'll leave and squawk 7000. Thank you for your services. Hey, bon voyage. Thank you, bye. Auf der Höhe von Besançon und damit viel später als vorhergesagt, haben wir den Kampf mit den Wolken überstanden. In Bourg-en-Bresse scheint wieder die Sonne. An dieser Stelle hier sind wir bereits auf der Höhe von Lyon. Die Landschaft wird nun von Minute zu Minute interessanter. Wir genießen den fantastischen Blick auf den 120 Kilometer entfernten Mont Blanc und nur kurze Zeit später fliegen wir bereits über Grenoble hinweg. Danach geht's über die vier markanten Seen und anschließend am Y-See vorbei. Letzterer heißt bei uns bereits seit 2016 so, weil er diese charakteristische Y-Form hat und eine prima Landmarke ist. Von dort ist es nicht mehr weit. Wir kommen erst an der Stadt Gap vorbei und sind dann unmittelbar am Reporting Point November. Ich habe leider die Cockpit-Kamera einen Tick zu spät eingeschaltet, daher ist der erste Funkspruch nicht enthalten. Im Grunde ist es kein Problem, die in Höhe und Strecke fest vorgegebene Route abzufliegen. Aber Gap ist ein sehr verkehrsreicher Flugplatz und manchmal kommt einem jemand kurz vor dem Eindrehen in den Queranflug von der anderen Richtung entgegen. So wie uns heute.
dann heißt es höllisch aufpassen. Delta Mike Echo Mike Zulu, Position November 4500. Mike Zulu Formation, Report Echo 1. Delta Mike Zulu Formation, next Report Echo 1. Romeo? Okay. Romeo, bien reçu, je démarre. Foxico Charlie, on passe sur une unité 3300 pieds vers l'avant arrière, devant principal Mike West. Echo Charlie, rappel travers tour. Rappel travers tour, Foxico Charlie. Fox, bravo Victor, Hôtel Romeo, bonjour. Hôtel Romeo, 1023, aucun H, rappel Alpha prêt. 1023, je rappelle Alpha pour traverser mini-piste. Et Gap Hôtel Alpha en fonction, on est 11 à bord pour départ 130. Hôtel Alpha, décollage vent dur à convenance, vent calme. Correction, c'est Tango Fox. Ah ben Tango Fox alors. Foxico Charlie, travers tour pour la 20 principale, ça sera touché. Echo Charlie vent calme, rappel, base. Rappel base, Foxico Charlie. Gap Tango Hôtel Alpha, 2 minutes de largage. Parachutage imminent. Delta Mike Echo Mike Zulu, position Echo 1, 3500. We will land one by one. Roger, do you take asphalt runway or grass runway? Delta Mike Zulu, asphalt runway, please. Hotel Romeo, traverse à convenance. Hotel Romeo, traverse à convenance. Mike Zulu, you have a traffic at the end of the downwind, report in the middle of the downwind for your landing, left hand. Delta Mike Echo Mike Zulu, I have this traffic on my traffic monitor, but not inside yet in the window. Okay, this traffic will now enter on base leg. Yes, okay. I will look out. Delta Mike Echo Mike Zulu, now traffic inside. Thank you, Mike Zulu. No problem. Now we are number one, number two, Mike Zulu. Mike Zulu, number two, report final. Next report final, next report final, Delta Mike Zulu. Echo Charlie en base, Peter en principal, ma gauche. Echo Charlie, rappel final. Rappel final, c'est Echo Charlie. Delta Mike Golf, Tango Zulu, number two of the formation, turning base, runway 20, number 182 inside. Tango Zulu, the latest wind, 210 degree, 2 knots, maximum 4 knots, and take your time, 2 traffic landing in front of you. Hotel Oscar, bon vol. Echo Charlie en finale, c'est en principal. Echo Charlie, 230 degrés, 1 à 3 nœuds, c'est un touché? C'est un touché, Fox Echo Charlie. Merci. Delta Mike Zulu, turning final. Mike Zulu, so there's a traffic in front of you doing a touch and go. Once the runway is vacated, it's landing at your discretion. With the wind 230 degree, why not? Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger and Wilco. Delta Mike Golf, Tango Zulu, turning final 20, number 1 inside. Target on course, Alpha. Tango Zulu, latest twin, 230 degree, 1 knot, maximum 3 knots. Echo, la destination, Bourget-Malotte. Bourget-Malotte. Bien reçu, autant mieux. Mike Zulu, for information, your friend is 300 meters behind you, on final. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger will make long landing. Final 0 d'herbe, Hotel Alpha, je rappelle contrôlé. Hotel Alpha, bien pris. 170 degrés, 2-3 nœuds. Mike Zulu, leaving frequency, see you tomorrow. Thank you, see you tomorrow. So, das war's für uns heute. Der sogar noch unter den Wolken stramme Gegenwind bis Grenoble hat dafür gesorgt, dass es dieses Mal knapp über 4 Stunden gedauert hat. Aber nun sind wir da. Das Hotel ist nur 300 Meter entfernt. Und dort wartet bereits unser Landebier.